Moin moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer. Moin moin, herzlich, dass ihr, herzlich, dass ihr da seid. Genau, herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich bin der Seno, bin heute nicht allein. Ich habe den Qualle bei mir, verwandt moin, moin, durch Blut, ne? Kann man so sagen, genau, quasi. Wie die meisten Leute die miteinander verwandten, glaube ich. Im Geist und im Blut. Moin moin, so, du geiler Fabrikbesitzer. Ja. Freut mich, dass ihr alle da sind. Kurz zusammengefasst, wir haben eben schon mal im Livestream drüber gesprochen, deshalb mache ich das für YouTube jetzt mal ganz schnell abgerissen hier. Qualle hat noch kein Factorio gespielt, beziehungsweise ist so lange her, hat mal ein bisschen irgendwie eine Stunde rumprobiert, aber kennt das Spiel eigentlich nicht, wenn dann nur so ein bisschen von mir, ist mein jüngerer Bruder. Und dem bringen wir das jetzt ein bisschen bei. Wobei ich werde mich jetzt nicht so groß und lehrmeistermäßig hinstellen und sagen, aha, guck mal, mach das so und so. Sondern ich werde dich zocken lassen, dich ein bisschen unterstützen. Und wenn du Fragen hast, helfe ich dir. Wir machen das so alles entspannt zusammen. Geht jetzt nicht darum, dich da irgendwie so Mr. Miyagi-mäßig durchzulotsen quasi. Wir werden online spielen. Ich mache ein neues Game auf und ich habe meinem Chat auf Twitch gerade gesagt, sie dürfen den Game Seed wählen. Qualle hatte den ersten Pick, du hattest 4 gesagt, glaube ich. Genau. Und jetzt gehe ich von oben die Ziffern durch. Dann kommt Pingo Jin mit der 7. Dann kommt Zeitdieb mit der 6. Nanani mit der 9, die größte Zahl. Ja. Es ist die letzte Ziffer von ihrer Lieblingszahl, das weiß ich auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch 70.000, hat die 4 gewählt. Das ist komisch, weil die 4 kommt in der 70.000 gar nicht vor. Lord Nippon, erst Interceptor hat die 5. Dann Lord Nippon hat die 7. Das sind ja ein paar Leute hier. Webshake hat es nicht verstanden und hat 265 geschrieben. Das ist keine Ziffer, das ist eine Zahl. Ich nehme mal die erste Ziffer deiner Zahl, also die 2. Move und Pixel hat dann noch die 1 geschrieben. Und sind Vampire auch durch Blut verwandt? Seid ihr? Sehr gute Frage. Ja, ich glaube ja. Und dann haben wir noch Siakon, oder wie man das aussprechen möchte, da haben wir noch eine 3. Zeitteam schreibt noch eine 0, Chaotica eine 2. Ihr habt aber jetzt auch alle nur eine Ziffer gemacht, ne? Ihr cheatet doch schon wieder. Chaotica nehme ich noch mit. Die nehme ich jederzeit. Ah, das darf Nils nicht hören, und er ist wieder böse. Aber Zeitteam, du hast doch oben schon 6 geschrieben. Warum schreibst du denn jetzt nochmal 0? So geht's nicht. So, ich kopiere mir die Zahl einmal. Und jetzt habe ich noch Optionen, die ich machen kann. Ich lasse einfach für den Start alles auf Standardeinstellung. Wir probieren da nicht viel rum. Man kann die Welt ein bisschen designen. Das Einzige, was ich mache Klippen aus. Klippen sind Arschlöcher. Oder? Okay. Entscheide du, Klippen an oder aus. Ich spiele immer ohne, aber wir können auch mit. Was sind Klippen? Objekte, die im Weg sind und die kann man dann später mit TNT wegsprengen. Am Anfang helfen sie bei der Verteidigung, aber du kannst halt nichts durchbauen. Also das sind halt quasi so wie Dinger, ja, die im Weg sind. Lass sie mal weg. Lass sie mal weg. Finde ich auch. Und den Rest lassen wir. Wir machen auch den Multiplier auf 1, haben wir gesagt, ne? Und alles andere einfach auf normal. Ich kopiere den String einmal hier rein, kann sich den jeder abschreiben hier. So. Und wir gehen jetzt auf Go. Bleibt alles gleich. Game nenne ich Seno und Qualle. So. Das muss ja auch hier erwähnt werden. Und ich hätte dich sogar über Steam einladen können, aber hat ja so funktioniert. Und die Admins können pausieren, ist okay. Und alle 10 Minuten wird geautosaved. Passt. Okay. Starten wir. Nochmal. Ja, genau. Klippen sind natürlich gehauen. Und jetzt geht's los. Ja, ich seh's. Oh, erstmal einen Schluck Kaffee. 9 Uhr abends. So. Und schnell Farbe wechseln. Wie ging das denn nochmal? Oh, jetzt ist er wieder rot. Ich weiß jetzt nicht, wie ich meine Spielerfarben umstellen kann, aber ist auch egal. Ich bleib das Factorio braun. Ich habe genau dieselbe Farbe wie der Hintergrund. Ja, so, moin. Ja, moin. Man guckt sich so. Ich bin es nicht mehr gewohnt, mit dieser Figur zu spielen. Ja, glaube ich. Oh, einmal der Hinweis ganz kurz für meine Zuschauer, das ist bei dir anders. Bei mir sind Kupferplatten das Gesicht von Atiris, einem meiner Zuschauer. Er ist Patreon auf Patreon und unterstützt mich monatlich mit Cash. Deshalb ist sein Gesicht hier zu sehen. Ich bin Seno, ich unterstütze mich monatlich auch immer mit Cash. Deshalb ist mein Gesicht hier als die roten Tränke zu sehen, die Automation Science Packs. Und später die grünen Tränke, das ist Redjans Logo, der ist später auch noch zu sehen. Also nicht wundern, wenn 3 dieser Items, die es in Factorio gibt, ein bisschen anders aussehen. Gut, bei dir sieht alles normal aus. Also dich sollte das, glaube ich, nicht. Nö, ich sehe alles normal. Du hast Kupferplatten und so, ne? Okay. Ja. Ja, gut. Weirde Karte. Dann sind 83.000 Kupfererz. Nice. Okay, wir können einfach anfangen. Was möchtest du denn tun? Was möchtest du denn tun, sagt er. Jetzt sind wir hier. Ja, gute Frage. Was macht denn Sinn am Anfang? Ich habe keine Ahnung. Wir können erstmal die. Eisen, ne?
Wir können die Trümmerteile hier einmal, wenn du dir... Ich würde einmal Alt drücken auf deiner Tastatur, ja. Dann kannst du sehen, wo, in welchen Behältern Sachen drin sind. Ah, ja. Das ist sehr, sehr hilfreich tatsächlich. Krass. Und dann kann man hier anfangen, die Eisenplatten rauszunehmen. Ich gebe dir mal noch die Eisenplatten, die ich habe. Da kannst du mit F rüberlaufen. F gedrückt lassen und rüberlaufen, dann sammelst du die einen, dann snackst du diese weg. Geil. Und hier oben ist noch Munition im Flugzeug, das würde ich dir auch raten, einmal mitzunehmen. Wir lassen dich mal arbeiten. Du bist wie mein... Stell dir vor, ChatGPT hätte einen Androidenkörper. Das bist du und ich sag dir einfach nur, was du machen musst. Baue eine Rakete und fliege zum Mond. Mond haben wir gar nicht. Guck mal, hier drüben haben wir schon mal ein paar Ressourcen vorkommen. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Und der erste Schritt ist quasi, du hast in deinem Inventar so Bohrer. Die kannst du nur auf dem Eisen platzieren. Ja. Also beziehungsweise nur auf Rohstoffen, genau. Bevor du ihn platzierst, mach mal dein Inventar wieder zu, sodass du nichts im Mauszeiger hast. Mhm. Geh mal mit dem Mauszeiger einfach irgendwas Eisen. Moin, deiner Fabrikbesitzer. Und drück Q. Und das ist sofort in der Hand. Ich sag ja, oh mein Gott. Sie haben so viele gute Sachen gemacht. Den kann man jetzt hier irgendwo hinstellen. Mhm. Mach einfach, wo genau daneben ist gut. Und diese Dinger, du siehst schon, die brauchen irgendwie Treibstoff. Wir haben jetzt ein Stück Holz im Inventar, das können wir da reinschmeißen jeweils. Genau. Mhm. Und jetzt siehst du, schmeißen die hier Eisenerz raus. Das ist schon mal ganz gut. Mit Eisenerz selber kannst du noch nichts anfangen. Du brauchst einen Ofen. Ich mache hier mal einen Ofen hin. Und der braucht jetzt auch Treibstoff und Eisenerz. Das heißt, wenn wir da Treibstoff reintun, und der Treibstoff ist aber schon leer. Das ist ein bisschen doof. Was man machen kann, ist hier oben zum Beispiel, dieser Fels, der etwas größer ist, wenn du dir den anguckst, der hat Stein und Kohle drin. Das heißt, ernte den mal ab. Und dann verteile mal die Kohle da unten auf die Gebäude und ich hole schon mal ein bisschen Holz. Werden wir gleich auch brauchen. Genau. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel die Kohle in die Hand nehmen und dann STRG ist es, glaube ich, gedrückt lassen und dann über die Gebäude ziehen. Dann teilt er die auf so ein bisschen. Oder nee, mit Steuerung, Rechtsklick, dann verteilt er immer die Hälfte von dem, was du in der Hand hast. Weißt du, kennst du aus Minecraft wahrscheinlich das Prinzip, dass er so die Stacks aufteilt quasi. Steuerung, Rechtsklick. Müsste es, glaube ich, sein. Dann nimmst du aber einen halben Stack. Okay. Ja. Bin ich der Meinung, ne? Nee, auch nur Rechtsklick reicht sogar, finde ich. Ah ja, beim Rausnehmen reicht Rechtsklick und beim Reintun. Nee. Ja, gewöhnst du dich dran. Ist ein bisschen schwer tatsächlich zu erklären, so. Aber geht, glaube ich, ne? Ja, wird schon gewöhnt man sich dran, genau. Muss ja auch nicht jeden Hotkey erklären. Das kommt mit der Zeit einfach. Man wird da immer ein bisschen effektiver drin, tatsächlich. Wer ist eben noch neu dazugekommen? Weiß ich nicht. Irgendeiner ist ja noch neu dazugekommen. Move und Pixel, ich zuletzt nicht gehört habe. Ich weiß es nicht genau. Alles gut. Er reißt gerne aus, fliegen die Flügel raus. So gemein bin ich nicht. Genau. Und jetzt haben wir hier schon mal, genau, die spucken jetzt hier das Eisenerz aus und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ich habe ja schon mal ein bisschen Holz geerntet. Ich gebe dir das mal ins Inventar. Ich habe dir das einfach reingeschmissen. Glaube ich. Nee, ja. So, jetzt habe ich es dir gegeben. Jetzt habe ich es dir gegeben. Jetzt kannst du Holzkisten bauen. Oben links in der Logistikansicht quasi. Ja. Und kannst die Kisten zum Beispiel vor diese beiden Mining Grills packen. Da, wo der gelbe Pfeil ist, wo das Eisenerz rauskommt. Und jetzt packen sie das quasi direkt in die Kiste. Ja. Ist schon mal besser, als wenn es immer auf dem Boden liegt. Es geht aber tatsächlich noch besser. Du kannst eine Kiste wegnehmen und einen der Öfen direkt vor den Miner packen. Und dann haben wir eine sogenannte Direct Inserting, nennt man das. Wenn Sachen also nicht auf Förderbänder oder sonst irgendwo landen, sondern da jetzt direkt reingehauen werden. Genau, da braucht er nochmal ein bisschen Treibstoff gleich. Ich habe auch nochmal ein bisschen Kohle, kann ich da reinschmeißen. Und schon haben wir hier unsere erste Produktionskette. Ja, läuft, oder? Und wie du sehen kannst, die Dinger produzieren jetzt schon mal, immer wenn sie ein Eisenerz bekommen, verbrauchen sie die Kohle und Eisenerz und machen uns Eisenplatten. Sehr nice. Und die kannst du dir jetzt alle mal nehmen, die Eisenplatten. Und dann würde ich sagen, ist das erste, was sehr sinnvoll ist, noch mehr Burner-Mining-Drills zu bauen. Also diese Dinger hier quasi. Und noch ein paar Öfen. Ich würde einmal loslaufen und noch ein paar Steine klopfen. Denn die brauchen, glaube ich, immer ein paar Steine. Und die Öfen, die wir da vorpacken, brauchen ja auch Steine. Und der Anfang ist eben ein bisschen Handarbeit noch. Aber das werden wir schnell in den Griff bekommen.
Sehr gut. Kann man die irgendwie im Inventar so auftrennen? Nee, die werden immer automatisch gestackt, die Items, ne? Ja. Was aber wegen der Kohle meinst du, oder? Oder dem Holz, ja, oder was? Ja, beziehungsweise Holz, genau. Ja, nimm mal deinen Holzbalken in die Hand, deine 8 Stück. Mhm. Schließ das Inventar. Ja. Und jetzt Steuerung rechtsklick auf den Ofen unten rechts. Jetzt müsste da 4 rein. Jetzt kannst du in den nächsten 2 tun, weil du jetzt noch die Hälfte und jetzt in die anderen beiden jeweils ein. Ja, okay. So, das geht. Und das ist eine meiner Lieblingsmods. Da hättest du ja Steuerung und mit Rechtsklick über alle 4 Maschinen. Er hätte die 8 Holzstücke gesehen, hätte 8 durch 4 geteilt und hätte überall 2 reingetan. Statt in einen 4, in einen 2, in einem 1, oh in einem 1. Gott. Hätte er in alle 4 getan. In alle 2. Hat er, gibt's leider noch nicht im Game. So, aber ja. Ich mache ein paar Öfen, da hast du da oben schon, perfekt. Dann hol dir noch mal mehr Eisen, wenn du kannst. Ja. Dann gehen wir nämlich hier runter. Ordentlich fast. Genau, die ganzen Eisenplatten holen wir uns einmal. Mal hier, ich habe jetzt 73. Ja, perfekt. Hast du auch noch ein paar Steine? Ich guck mal eben, sonst gebe ich ja noch mal ein paar. 19 habe ich. Genau, dann crafte mal schön die Burner Mining Grills. Linksklick machst du immer einen, rechtsklick machst du immer gleich 5 auf einmal. Okay. Ja, ich konnte jetzt eh nur 3 machen, aber... Shift-Rechtsklick machst du alt, glaube ich, alle, die du kannst. Oder links, Shift-Linksklick irgendwie, dann machst du so viel, wie du kannst. Und die machen wir jetzt hier unten auf die Kohle, weil du hast ja schon gesehen, die Maschinen laufen andauernd und die haben hohen Stromverbrauch oder halt Energiebedarf, sage ich mal. Treibstoffbedarf. Und dann machst du die einfach hier auf die Kohle. Mach mal ruhig so 4 nebeneinander in so einem Quadrat quasi, wie auf so einer Würfel, die 4 angeordnet ist. Ah, wir haben da unten auch schon Aliens als Freunde, aber... Jetzt soll ich die alle so ineinander facen lassen? Genau, das ist die Idee dahinter. Richtig. Genau, perfekt. So ist das nämlich. Da war ich so stolz auf mich, als ich das erste Mal kapiert habe. Bin ich auch selber drauf gekommen. Hatte nur 3, glaube ich. Ja. Dir fehlen Steine, ne? Warte, ich gebe dir nochmal Steine. Jetzt kannst du noch einen bauen. Müsstest du, glaube ich. Ich glaube, die kostet immer 5 oder so. Ja. Genau. Und jetzt, ich hole mal ein Stück Kohle. Bop, bop, bop. Und packe jetzt mal eine Kohle rein und jetzt fängt der erste an, produziert seine Kohle und dann haben wir hier gleich einen schönen Kreislauf. Wir können das auch noch mal ganz kurz selber mit hacken und dann würde ich sagen, warten wir hier unsere Minute oder so und dann haben wir gleich für den Ofen genug Kohle. Das klingt super. Ja, der nächste Arbeitsschritt wäre dann. Es ist echt chillig, also es ist echt süß. Während wir warten, wir können auch mal mutig sein. Kannst du Munition produzieren? Produzieren, also craften mäßig. Ja, genau. Ja. Mach mal. Und wenn du noch genug Eisenplatten hast, ich bringe dir sonst vielleicht noch ein paar. Mach dir aber auch eine leichte Rüstung, die ist da unter. Die kostet 40 Eisenplatten, das ist eine ganze Menge. Ich habe jetzt 20 Munition. Ja, das ist gut. Aber ich habe nur noch 29 Eisen. Ich brauche 11. Dann hol mal die Kohle von unten mit. Ah ja. Für hier oben, dass wir die hier gleich laufen lassen können. Ich sag mal so, eine leichte Rüstung macht Sinn. dieser Planet, das weißt du ja, glaube ich, ist kein großer Spoiler, ne? Ist nicht nur freundlich. Ja. Das war vorsichtig. Genau. Und dann kannst du hier oben wieder die Kohle aufteilen. Und da wirst du halt sehen, das ist halt eine so eine Sache, die ist halt kacke. Du kannst sie halt nicht schön aufteilen. Der Weg, der schnellste Weg ist Kohle in die Hand nehmen quasi und das dann da unten mit Rechtsklick so Shift in die SRG, Rechtsklick so aufteilen und dann nimmt er eine 40, machst du einmal 20, dann macht er 10, macht er 5, dann macht er 3. Ist nicht so gut. Timuli 19.9, danke für den Follow. Lustig, schönen Abend wünsche ich dir. Genau, und jetzt kannst du dir hier noch deine Eisenplatten rausnehmen, dass du auf die 40 kommst für die. Das kannst du auch einfach mit Steuerung und Linksklick kannst du sofort alles rausnehmen. Und dann kannst du so einmal so rüberziehen. Oh. Siehst du, davon gibt es tausend Sachen, die du so nach und nach lernst. Das ist dann halt... Ja, okay, du musst im Grunde fast keine Maschinen aufmachen. Das ist echt sehr angenehm. Gut. Okay, Rüstung habe ich. Rüstung hast du. Ich mache mir auch noch mal ein bisschen Munition. Wie kann ich denn die Waffe überhaupt benutzen? Du zielst mit dem Mauszeiger auf irgendwas rauf und drückst Space. Nee, C. Oh, C. C, kannst du auch mal einen Schuss geben. C. Sieht's auf mich raus. C. C für Combat. Ja, genau so. Wenn die Gegner kommen, da reicht es. Also wenn es Feindeinheiten sind, da reicht Space. C nur, wenn du auf freundliche Sachen schießen willst, quasi. Und wir können jetzt mal runterlaufen und die ersten Aliens platt machen. Wir können es versuchen. Ah, okay.
Da geht es jetzt hier einmal runter. Aber das nächste ist ja nah dran. Ich würde die tatsächlich versuchen, einmal Platz zu machen hier unten. Oh, fuck. Okay, und feuerfrei. Das sind gar nicht so viele. Oh, damn. Ja. Ey, das sind wirklich. Oha. Ja, ja, okay. Läuft aber noch. Ohne leichte Rüstung wäre das anders ausgegangen. Und jetzt können wir versuchen, die Nester Platz zu machen, weil die Nester spawnen immer wieder neue Aliens. Und die sind halt relativ dicht dran. Ich habe keine Munition mehr. Okay, ja, wir können auch flüchten. Ich habe noch 15. Oh Gott. Ja, nee, lauf. Das sind immer nur 10 Schuss. Das reicht nicht für die beiden Nester. Wir kommen später wieder. Das haben wir sie sauer gemacht. Sehr gut. Kleines Blutbad. So, das war deine erste Kampferfahrung. Wenn wir jetzt nachher angegriffen werden, weißt du auf jeden Fall, wie du dich verteidigen musst. Ja. Mit Tab kannst du zwischen verschiedenen Waffen wechseln, aber haben wir ja noch nicht. Ich nehme mir aus zwei Dingern mal Kohle mit. Du kannst dir die anderen beiden mitnehmen. Mhm. Genau, jetzt gehen wir hier wieder hoch. Und jetzt craften wir erstmal, was weiß ich, sagen wir mal so 10, vielleicht 20 von den Burner Mining Grills. Ich nehme hier wieder die rechten, dass wir uns das ein bisschen aufteilen. Ja. Und dann können wir davon einfach mal ein paar craften. Überall Kohle reinschmeißen, genau. Ungefähr so. Na, dass man so ein bisschen aufteilt. Überall schön viel Kohle drin. Und die Burner Mining Drills, ne? Ja, genau. Ich habe davon ein paar. Ich mache jetzt einfach hier hinten mal noch eine Reihe. Und kannst du auch noch mal irgendwo welche hinpacken. Was brauche ich denn dafür? Ach, Stein. Ich habe gar keinen Stein. Neben mir ist einer, genau, da sind ein paar. Das wäre dann das nächste, was wir quasi machen. Ein oder zwei Burner Mining Grills auf den Stein setzen, damit man nicht immer Steine klopfen muss, sondern auch eine Kiste mit Steinen. Das macht auch viel Sinn. Und dasselbe dann natürlich auch nochmal mit Kohle. Mit Kupfer, meine ich. Mhm. Wobei Kupfer wie Eisenplatten auch noch in den Ofen zum Schmelzen müssen. Die Steine können wir einfach so ja benutzen, indem wir die in eine Kiste packen. Ja. Was war hier mit dem Raumschiff noch? Wollten wir das noch irgendwie abbauen oder so? Wir haben alles rausgesammelt, was man braucht. Man kann die abreißen, aber die bringen einem nichts mehr. Also du musst nicht den Rumpf abreißen, um das Metall oder so zu ernten. Das ist ein bisschen komisch tatsächlich, sondern die liegen da wie in der Kiste einfach drin. Mhm. Also von daher kann man später wegmachen, dauert aber relativ lange. Okay. Dann kann man sich hier halt immer wieder so bedienen, Selbstbedienungsladen einfach einmal durchlaufen und Eisenplatten im Inventar haben. Ist in Faktorio eine Sache zu merken, du kannst immer mal so 5, 6, 7, 800 Eisenplatten im Inventar haben. Das ist absolut nicht schlimm. Okay. Super. Ja, genau, perfekt. Hast du noch ein paar übrig dann? Fabrikbesitzer. Von den Burner Mining Grills. Ja, oder mach halt noch mal ein paar. Also wenn du jetzt keine mehr hast, ist nicht schlimm. Ich mach auch nochmal 6 drei. Stück. Ja, das reicht. Damit können wir dann runter zum. Mach die mal auf die Steine, würde ich sagen. Mhm. Die sind hier unten. Das hier links. Das ist Kupfer, genau. Ah ja, die gelben hier. Gerade wieder im Faktorio-Fieber, so ist es richtig. Timoel, seit langem schon deine Tutorials am Schauen. Sehr gut, das lobe ich mir. Und ich mach da mal eben Kisten vor hier. Zack, zack, zack. Achso, ich habe doch die zwei Holzkisten noch gehabt. Aber die Metallkisten sind wahrscheinlich besser, ne? Die haben ein bisschen mehr Fassungsvermögen, ein bisschen mehr HP. Ja. Holzkisten sind auch okay. Du kannst sie auch so anordnen, dass sie alle in dieselbe Kiste spucken. Da braucht man nur eine Kiste quasi. Das geht auch. Das ist einem so ein bisschen selbst überlassen. Das Kohlefeld mache ich nochmal ein bisschen größer. Wenn du noch einen hast, kannst du hier gleich nochmal die Lücke schließen. Nee, habe ich leider nicht. Okay, ich produce nochmal eben einen, das passt. Dann haben wir hier 8 Dinger, die uns die Kohle ausgeben, genau. Dann kann man hier unten halt immer in die Kiste sich die Steine raus finunzeln. Ah, ich habe unten Kohle reingeschmissen. Okay. Ist drin, genau. Und dann, letzter Arbeitsschritt, dann machen wir dasselbe, was wir oben beim Eisen gemacht haben, nochmal bei deinem Kupfer. Und dann sind wir eigentlich schon mal ganz gut aufgestellt. Und du kannst auch nochmal ein bisschen Kohle mitbringen, hier oben ist schon wieder alles am Glühen. Mhm. Ist am Anfang halt einfach ein bisschen nervig, aber ist auch gut so, weil das treibt halt den inneren Drang hoch, das alles zu automatisieren. Darum geht es ja im Endeffekt. Ja, haben wir heute schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Automatisieren ist die halbe Welt hier. Im Faktorio noch mehr als sonst irgendwo. Freut mich übrigens, Leute, dass so viele von euch sich hier eingefunden haben und dieses Abenteuer quasi mit uns hier bestreiten wollen. 100% Vanilla-Faktorio ist bei mir richtig lange her. Also bestimmt 7 Jahre, würde ich schätzen. 6 Jahre, Alter. 7 Jahre irgendwie.
ich spiele halt, wie gesagt, nur mit Mods. Alleine schon diese kleine Mod, weißt du, dass du das gut aufteilen kannst. Das ist halt so ein Game Changer einfach. Mhm. Okay. Wenn du mal oben bist, muss man reinschauen, Chaotica, richtig. Das ist komplett wahr. Gut, ich nehme mir noch mal ein paar Eisenplatten hier. Und ja. Ich habe keine Steine mehr. Ich hole noch mal ein bisschen Kohle. Falls du überschüssige Eisenplatten im Inventar hast, fang ruhig schon mal an, Förderbänder zu craften. Die werden wir los. Also auch wenn du da so mal irgendwie so ja, 60, 70, ja. 100 Stück hast, kannst du einfach Shift-Links-Klick, ist es, glaube ich, da macht er alle die. Ja, genau. Wenn du mal was craftest, was du nicht mehr craften willst, kannst du unten auf deine Bauleiste klicken mit rechts und dann wird er das abbrechen. Mit rechts bricht er mal 5 ab und mit links immer 1. Okay. Ja, also manchmal kommt das vor, dass man irgendwie was produziert, was zu lange dauert. Dann merkt man, okay, ich mach's doch anders. Okay, dann würde ich hier oben einfach, ich gebe dir die, du kannst die Arbeit machen hier, komm her. Ich gebe dir nochmal ein paar Burner Mining Drills ins Inventar und ein paar Öfen und dann kannst du oben die Kupferfelder mal bestücken. Die Kupferfelder, ja. Genau. Mache ich. Das ist quasi der erste Arbeitsschritt. Und dann haben wir die 4 Ressourcen, die man am Anfang braucht. Quasi Steine, Kupfer, Kohle und Eisen. So, dass wir damit schon mal ein bisschen arbeiten können, dass wir überall so ein bisschen Output haben. Ich bringe mal kurz. Ich habe noch Eisen im Inventar, das irgendwie nicht geschmolzen worden ist. Eisenerz, ne? Ja, das passiert schnell mal. Wenn man irgendwie was aberntet oder so, genau. Ja, läuft doch bis jetzt gut. Noch wurde keiner gefressen. Aber auch noch mal ein bisschen mehr Munition hier. Okay, Perfekt. Ich brauche einfach mal. So, nee, die müssen ja auch noch geschmolzen werden, ne? Genau. Ich mach schon mal ein bisschen Kupfer rein. Du kannst bei Gebäuden, die du oft benutzt, gerade Förderbänder bieten sich da an. Hier, wie gesagt, an die Leute, die jetzt bei mir neu dazuschalten, nicht wundern, dass hier so ein Gesicht zu sehen ist. Das ist Atiris, einer meiner Patreons, und der gebührt der Platz der Kupferplatte. Also dieses Gesicht hier, ja, das sind Kupferplatten. Nicht verwirren lassen, ich kann es euch hier auch zeigen. Eisenplatten, das sind Kupferplatten. Sieht ein bisschen anders aus, aber das hat er sich absolut verdient durch seine Unterstützung. Wer von euch Patreon werden will, darf sich auch einen Itemslot sichern. Und dann werde ich euer wunderschönes Gesicht oder euer Logo oder was auch immer hier im Spiel verewigen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mich privat an auf Discord und klären wir das. So, genau, so kannst du auch machen. So kommt jetzt direkt Eisenerz raus. Ja. Kann man Kupfer machen. Erst. Ja, klar, Kupfer jetzt, genau. Kann man machen. Wolltest du mal ausprobieren, so. Ja, nö, alles völlig in Ordnung. Du kannst jetzt auch Burner-Inserter bauen, das sind die grauen. Spielst du auf Deutsch oder Englisch? Englisch. Ja, genau, Burner-Inserter bauen und da einfach mal einen ans Ende des Förderbands schmeißen. Mit Blick Richtung zum Ofen. Ich habe kein Eisen. Kannst du mir kurz ein bisschen Eisen geben? Jo, klar, ja. Dankeschön. Bettler, überall Bettler. Hast du ein bisschen Eisenplatten? nur ein paar Platten brauche ich. Gleich beginnt deine Schicht, okay, das ist aber übel. Ja, und jetzt hebt der die da rein. Der braucht allerdings auch, wirst du gleich sehen. Ich glaube, nach 5 Arbeitsschritten beschwert er sich oder nach 6 oder so. Ja. Jo, er braucht auch Kohle. Ja. Ja. Ich packe einfach mal ein bisschen was rein, aber genau, so könnte man das machen. Und du könntest jetzt sogar hier auf die andere Seite noch einpacken, hier hin. Und da eine Kiste hinpacken. Ja. Und dann können wir das statt aus dem Ofen quasi direkt aus der Kiste nehmen, wenn man das möchte. So, jetzt ist natürlich die Frage, okay, das haben wir jetzt soweit alles geschafft. 24 Minuten, Rohstoffversorgung ist einigermaßen okay. Wie geht's denn jetzt weiter? Was ist eigentlich Sinn der Sache? Und wenn du T drückst, haben wir unseren Forschungsbaum. Ah, T ist es, okay. Genau, T for Technologies. Und man ist zwar freigestellt, was man nehmen möchte, aber erfahrungsgemäß ist das, was am meisten Sinn macht, entweder Logistics. Das ist das 6. in der Liste, diese gelben Förderbänder da. Ja. Oder das allererste, Automation. Mhm. Automation sorgt dafür, dass du Montagemaschinen bauen kannst. Und Montagemaschinen benutzen Gegenstände und stellen daraus neue Gegenstände her, dass man nicht selber handcraften muss. Ja. Ist schon praktisch. Ja. Logistik sorgt dafür, dass man andere Förderbänder hat, die besser sind.
Splitter und Tunnel und so, ne? Genau, genau. Beides braucht aber, um es zu erforschen, jeweils, glaube ich, ist dieselbe Zahl, ne? Nee, okay. 15 und 10. 20 und 10. Das eine ist die Zeit, wie lange ein... Okay. Das ist ein bisschen komisch. Du brauchst einmal eine unterschiedliche Anzahl von Paketen und die brauchen manchmal auch unterschiedlich lang, bis sie verbraucht werden. Das ist aber nicht wichtig. Also die zweite Zahl mit hinter dem X ist wichtig. Das heißt, wir brauchen 10 rote Tränke. 10 Forschungspakete. Bei mir sind es die sehnlose Gesichter, bei dir müssten sie eigentlich normal aussehen, denke ich. Ja, genau. Nehmen wir Automation, ne? Würde ich halt, glaube ich, sagen. Das klingt irgendwie interessanter erstmal. Können wir gerne machen. Das heißt, wir brauchen jetzt Zahnräder und Kupferplatten. Ja gut, dann würde ich sagen, das sieht man da. Achso, ich kann die schon craften hier, 37 Stück. Ja, perfekt. 10 brauchen wir. Das 10, ne? Wie kann ich nochmal so eine bestimmte Anzahl, Shift rechtsklick oder Steuerung rechtsklick oder wie war das? Einfach nur rechtsklick, sind 5 Stück auf einmal. Ah, perfekt. Und dann zweimal hast du halt unten 10 in der Liste quasi. Ja, genau. Und es ist auch angenehm, er craftet automatisch alles, was du dafür brauchst. Wenn du keine Zahnräder hast, macht er die Zahnräder gleich mit. Du musst nicht erst 10 Zahnräder und dann 10, sondern er alles, was du hast, macht er. Dementsprechend länger. Trigger in Alien Attack by Pollution steht hier gerade. Oh ja, hier unten. Ich hab bekommen. Okay, sehr nice. Ja, hier unten geht's los. Ja. Deshalb würde es zum Beispiel auch Sinn machen, das Maschinengewehr zu erforschen. Weil die fressen sich hier schon ganz gut durch. Das sieht man. Wie repairt man das? Kann man das repairen? Ja, du kannst im Inventar unter Produktion hast du oben Repair Packs. Die sind schon ein bisschen aufwendiger. Die brauchen Zahnräder und Schaltkreise und unten siehst du aber immer, was die Raw brauchen. Also wenn du Eisenplatten und Kupferplatten im Inventar hast, macht der dir die. Ja. Aber er braucht halt ein paar Zwischenschritte. Ja, aber die kannst du die machen? Ein, zwei Stück davon? Neun könnte ich machen. Ja, mach ruhig 5 Stück oder so. Und dann kannst du das hier unten reparieren und ich baue mal eben, dass das kaputt gegangen ist, neu. Ich habe die 10 Automation Science Packs jetzt schon. Das ist gut. Dann fragst du dich bestimmt, was wir damit machen. Naja, wahrscheinlich auf T gehen und dann... Genau, das kannst du erstmal auswählen. Ja, genau. Das können wir auch beide machen. Genau, jetzt siehst du oben rechts über der Minimap quasi Automation wurde ausgewählt, ne? Das ist da jetzt... Genau. Produziert aber noch nicht. Dafür brauchen wir Labore. Ich verstehe. Und die sind ein bisschen unter den Repair Packs angesiedelt. Ja. Bei mir sind es ganz unten Labs. Recycle. Genau. Davon kannst du auch mal um 1. Mach 1. 1 reicht erstmal. Wir spielen ja ohne Forschungsfaktor. Also nicht entspannt. Shit. Ich hole mir noch mal ein bisschen Eisen, dann müsste das passen. Ja, genau. Ja, wir brauchen auf jeden Fall schon wieder aus Eifer den Ofen hier abgebaut. Ja, das passiert, das geht schnell. Hier Dingsbums, was wollte ich sagen? Atomraketen. Wir brauchen Kohle hier, ne? Bei diesen ganzen Öfen und so. Wir brauchen irgendwie eine Fabrik. Ja. Wir müssen automatisieren. Das Hin- und Herlaufen nervt, ne? Ja. Da kommen wir gleich zu. Achso, Repair Packs. Genau, in die Hand nehmen und dann einfach raufklicken mit links auf das, was du reparieren willst. Sicher? Relativ. Also musst du den Mauszeiger haben und dann mit Linksklick drauf, glaube ich. Nö. Bringt nichts. Gib mal ein. Oft habe ich meine Roboter, die das machen. Du kannst mich anklicken und dann Sachen in mein Inventar legen, quasi. Oder Sachen in die Hand nehmen und mit Y auf den Boden droppen, einzelne. Also hier so, genau. Dann kann ich mir die immer einmal einsammeln. So. Doch, geht doch. Lol. Bei mir ging's nicht. Ah, ganz vielleicht, weil ich der Host bin, wüsste ich nicht hundertprozentig, weil ich das Gebäude platziert habe, dass das mein Gebäude ist. Aber ich habe dir die zurückgegeben. Nimm die noch mal in die Hand. Also einfach in die Hand nehmen. Und hier die Kiste in der Mitte, kannst du da nicht mit links einfach raufklicken? Da nicht? Mach ich. Aber passiert nichts. Ach krass, ich glaube dir das. Ja, okay. Dann kann, vielleicht, weil moin, ich Host bin oder so. Moin, du geiler Fabrikbesitzer. Der mir neu, aber ist okay. Eben uns herzlich grüßlich. So, genau, pass auf, dann können wir noch mal ein bisschen automatisieren. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Tanz ausruhen. Erstmal, wir wollen ein bisschen automatisieren, dass wir nicht Kohle hin und her schleppen. Oder wir sorgen dafür, dass die Forschung läuft und wir erstmal mit der Forschung ein bisschen vorankommen. Das ist beides sinnvoll. Damit wir quasi im Umkehrschluss besser automatisieren können direkt. Ne? Genau, darauf läuft es hinaus und noch bessere Waffen haben und sowas, genau. Ja.
Also ich hätte schon Bock, einmal kurz, wenigstens so die Grundnahrungsmittel, sag ich mal, dass die laufen, weißt du? Ja, dass wir kein Thema. Die keine Sorgen machen müssen. Gut, wie würdest du denn rangehen oder willst du Tipps? Erstmal würde ich, glaube ich, also ich habe ja teilweise auch mir Factorio-Sachen angeguckt auch so, ne? Ich bin kein kompletter Nichtswissender, ich weiß halt nur nichts vom Anfang des Spiels. Und was ich halt gehört habe, ist, dass es meistens Sinn macht, vor allem in so einer fetten Base so einen Strang zu haben. Ja, genau, die ist super groß. So einen Strang in der Mitte zu haben, mit der, also ein Mainstream quasi, mit den ganzen Items, Grund-Items, die man für alles braucht. Ja. Und von dem ausgehend halt alle Sachen, wo es halt weiterverarbeitet wird. Ja. Main-Bus nennt sich das Main-Bus, genau. In dem Fall ist das natürlich, glaube ich, nicht nötig, sondern wir brauchen eigentlich einfach nur zweimal Weg von Kohle, einmal zu Kupfer und einmal zum Eisen. Das ist ein guter Anfang auf jeden Fall, genau. Man sollte sich immer kleine Schritte, jeden Arbeitsschritt einmal einzeln überlegen einfach. Und finde ich gut. Also Kohle quasi hochbringen zur... Fangen wir mit dem Eisen an. Ja. So, dann können wir die erstmal alle so umdrehen, dass die nach oben gucken. Sorry. Genau so. Und hier können wir ja nach unten gucken lassen, von mir aus. So. Ja, genau. Und dann wäre der nächste Schritt. Befüllen die sich hier selber mit Kohle, wenn die... Nö. Ja, das ist natürlich doof. Das ist tatsächlich ein bisschen doof, ja. Aber immerhin hat man dann schon mal ein bisschen weniger, was man machen muss. Also du kannst ja bis zu 50 Stücke Kohle reinknallen. Das hält dann, sag ich mal, eine halbe Stunde oder so. Da musst du nicht allzu oft hinlaufen. Aber du hast recht, es ist natürlich dann noch nicht perfekt optimiert. Aber du hast ja schon gelernt, dass Greifarme existieren. Ja, also man könnte die jetzt hier befüllen quasi, ne? Ja, probier mal rum. Also ich glaube, du bist auf einer ganz guten Spur. Ich glaube, die stehen halt so nah zusammen, dass man die halt nicht von hinten... Ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wie gesagt, du bist da völlig frei. Es ist wie so ein kleines Puzzle quasi. Genau. Ich schmeiß jetzt einfach mal dahin. Ja. Ich habe ja auch... Ein bisschen Kohle habe ich schon mal reingemacht, genau. Ah, wie könnte man das dann am besten machen? Ich glaube, ich habe die einen zu weit auseinandergestellt. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, fang erstmal mit einer Seite an. Also mach erstmal die vier. Wenn du weißt, wie du es mit den vier machst, ist es leichter, das zu erweitern quasi. Könnte man nicht einfach so machen? Geht das? Digga, das habe ich noch nie ausprobiert. Ohne Scheiß, habe ich noch nie ausprobiert. Ja, guck mal, das geht. Du hast mir gerade was beigebracht. Ohne Scheiß. Einer von euch im Chat, hat einer von euch das mal so gebaut? Das ist clever. Digga, das ist richtig gut. Ohne Scheiß jetzt. Nice. Das, was ich mal probieren möchte, ist, wenn wir jetzt hier quasi einen Ausgang haben und da einen Ausgang haben, ob der das schnell genug nimmt quasi. Der hier unten ist ja leer quasi. Oh, wir werden wieder angegriffen. Wo diesmal? Oben. Oh shit. Ja, sind ein paar. Wir lassen es erstmal so kaputt, ist alles gut. Wir kümmern uns immer eins zur Zeit machen. Ja. Okay, pass auf, das ist gut. Also nochmal die Frage in den Chat, hat das jemand von euch... Oh, sind das viele? Junge! Junge! Ich bin mittendrin! Ja. Ich sterbe! Okay, wir sind dran. Oh, wobei? Ich weiß nicht, was du hier gemacht hast, aber das beschützt mich. Du musstest gleich auch respawnen, glaube ich, ne? Ja, ich bin respawned. Junge, sie haben mich auch. Okay. Das sind ein paar. You died. Bad luck. Ja, Mann. Richtig krank. Alter. Kann ich irgendwie sprinten oder so? Nee, ne? Nö. Wir sind wahrscheinlich beide RIP. Also, sie machen uns wahrscheinlich immer wieder platt. Aber es sind nicht mehr so viele. 10 Schuss. Ja, stimmt. Ich bin auch gleich wieder da. Leichen kann man sich auch wieder einsammeln, tatsächlich. Also, man kann sich ähnlich wie das in Diablo ist, wenn du gestorben bist, kannst du zu deiner Leiche und dann. Ja, das ist natürlich nice. Die Sachen wieder einsammeln. Ah, oh, ihr Wichser. Ja, das war unsere Base. Oh, das Geräusch ist so böse, das wird dich noch so tilten. Nee, oder? Move on Pixel sagt auch, ist noch nie auf die Idee gekommen. Alter, ja, okay, irgendwie ist er erstmal gesagt. Ja, das ist ja, so. Wenn das, die wenn Items das so weitergeht. Ja, ja. dann
macht das, glaube ich, Sinn, wenn wir erstmal Dings machen. Forschen. Wir können auch nochmal anfangen auf einer anderen Map. Wir sind wir nochmal auf derselben Map. Ich würde sagen, wir starten nochmal neu. Ein bisschen schneller anfangen. Ja, und so. Ein bisschen schneller, ja. Genau. Jetzt weißt du, wie es geht. Ich laber nicht ganz so viel und das war ein guter Einstieg. Heftig. Okay, ja, pass auf. Dann quitte ich das Game. Wir machen hier jetzt quasi den ersten Cut. Sehr geil. Ja. War aber schön, hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Gut. Gut, dann machen wir kurz, ich würde sagen, 2 Minuten Pause. Ich würde mir kurz einen Tee holen. Und ja, kein Stress. No, dann haben wir gleich einen neuen. Ja, perfekt. Dann sage ich einmal hier, wunderschöner erster Part, 35 Minuten, hat gebockt. Ja, fand ich auch. Bis gleich, Leute, es geht weiter. Und ich starte schon mal... Nee, ich starte noch nicht, weil dann läuft das Game schon mal. Ich klicke mal auf Host New Game, starte hier alles ein. Ist das noch derselbe... Wir haben mit einer 4 angefangen. Weiß einer, ob das hier die... 1, 2... Nee, das ist ein anderer Code hier. Anderer... Oder wollen wir mal eine andere... Ach komm, wir probieren. Jeder darf doch mal eine Ziffer raushauen. Wählt noch mal einen anderen Map-Seed, Leute. Jeder noch mal eine andere Ziffer raushauen hier. Welche Zahl willst du? Ich nehme diesmal die 6. Die 6, okay. Ich nehme die 7. Ich hatte eben gar keine Zahl. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. 5, 5, 8. Und weiter, Leute. Ich brauche mehr Zahlen. 0, 69. Da hat wieder einer nicht kapiert, was eine Ziffer ist. Moin, du geiler Fabrikbesitzer. Da machen wir... 6, 9. Also das ist jetzt die Mad Ice X6 und die Ebilon CRZ 9 und dann haben wir noch Move One Pixel 5. Okay, dann klicke ich einmal weiter und hier bleiben wir stehen. Kleine Pinkelpause, liebe Leute. Gleich geht's weiter.